3007 Fiesta Fuel Drive in Villasol. Alle die Häuser haben hier ein Dach, das mit Ziegeln eingedeckt ist. So, wenn man hier reinkommt, dann hat es hier schon mal so formellen Wohnbereich. Und hier wäre dann ein Esszimmer. Das könnte man eigentlich so als Aufenthaltsraum, Spieleraum machen. Dann geht es hier weiter. Das ist jetzt quasi die Küche und der Breakfast Nook. Die Küche sieht ganz anständig aus. Der Herd ist fertig. Das ist eigentlich ein recht schöner großer Raum, der ist auch mit Fliesen ausgestattet. Der Pool ist ultra schmal, das ist so ein bisschen ein negatives. Da ist also nicht viel Platz zum Sitzen, da hinten ist noch ein bisschen was zum Sitzen, aber hier ist es recht schmal. Und da grenzt es an so einen kleinen Park an. Hier ist das Hauptschlafzimmer, das Elternschlafzimmer. Der Tisch ist total versifft. Ja, der muss raus. Hier hat es auch nochmal eine Schiebetür. Das ist ganz schön. Hier ist dann das Elternschlafzimmer, Badezimmer. Eine Dusche. Jetzt eine eigene Badewanne. Und hier die Waschtischklo. Und dann hast du den gebaren Kleiderschrank. Recht groß. Hier ist die Waschküche, ein separater Raum, ist also nicht in der Garage, das ist ganz schön. Hier geht es zur Garage. Hier vorne sind dann die Sekundärschlafzimmer. Hier ist das erste. Schöne Größe, der Teppich ist fertig. Ausgetauscht werden. Hier ist ein Sekundär-Badezimmer mit Badewanne. Dann haben wir hier noch zwei Zimmer. Das ist das erste. Hier ist das zweite. Hier sind 4513 Philadelphia Circle. Fensterläden, die sind abgefallen. Das Haus braucht ein bisschen Arbeit. Hat sogar ein bisschen Mobiliar hier. Ist das Bankrollen? Ja. Das heißt, die Möbel kommen mit. Mhm. Inklusive. Da steht der Ding, da steht der Fensterladen. Mhm. Das kommt mit Mobiliar. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht vom Zustand. Und hier ist es so am kleinen See gelegen. Pooldeck ist ringsherum nicht so riesig, aber groß genug, man kann auch Tisch und Stühle hinsetzen. Die Küche sieht anständig aus, die Geräte sehen eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber das ist nicht schlecht.
Hauptschlafzimmer ins Master rein. Wow, hier sind noch Klamotten. Hier ist ein Doppelwaschtisch, was gar nicht schlecht ist. Und halt eine Badewanne. In der Badewanne. Hier sind persönliche Sachen drin. Du, das ist verrentet. Hier der Frontbereich. Und da hat es hier ein Gästeklo. Hier geht es an die Treppe hoch für die anderen Sekundärschlafzimmer. Das ist eigentlich ganz schön. Hier hat es so einen Aufenthaltsraum. Spielzimmer, nochmal eine Couch, nochmal ein Sofa. Hier ist ein weiteres Badezimmer mit einer Dusche, Badewanne und Doppelwaschtisch. Hier ist eins der Kindergästezimmer mit einem begehbaren Kleiderschrank. Das könnte man eigentlich relativ flott in die Vermietung bringen. Da mache ich nicht sehr viel zu machen. So, hier ist noch ein zwei Einzelbetten, also noch ein Doppelzimmer. Hier ist jetzt irgendwie kein Licht in dem Bad. Ja, ist auch eine Badewanne, Dusche-Kombination. Also Waschtisch. Hier geradeaus ist die Waschküche mit Fenster. Hier vorne ist ein relativ großes Zimmer. Da ist ein Doppelbett drin. Und hier ist nochmal ein Zimmer mit zwei einzelnen Betten. Und die Elektrowärmepumpe. Die Poolpumpe fehlt. Deswegen ist der Pool ist nicht wirklich grün. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Hier sind zwei Häuser, die haben keinen Pool. Hier außen hat es nichts Überdachtes, da müsste man einen Schirm hinstellen oder so, um da so ein bisschen einen Schattenplatz zu schaffen. Ja.